Herzlich willkommen zur Folge des Reichtums von Let's Play Risen mit das Bacon. Risen mit W. Risen mit R. So, Freund, Skelett, ich muss dich jetzt leider umhauen. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. So, das war einfach. Nur ein totes Viech ist ein gutes Viech. Oh, da sind Stachelviecher und Beeren. Beeren wachsen wirklich überall. So, drei Stachelratten. Zwei Stachelratten. Oh. Eine Stachelratte. Und keine Stachelratte mehr. Schnell die Stacheln einsammeln. Aus den Ratten. Hm, Beeren. Was ist das denn hier? Grünblatt. Schön, 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 schöne, schöne Sachen abseits des Weges. So, hier ist der Fluss und hier habe ich mich letztes Mal wegteleportiert. Wir müssten noch ein paar Zoomfire sein. Nee, wie heißt die nochmal? Rottwürmer. Ne, die spielen hier rechts im Schlamm, ja. Da hinten kann man hochklettern, aber das machen wir erst später. Wir sind auf Gold aus, hoffentlich. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Die erste unmögliche Truhe jetzt hier. Die geöffnet wird. Da oben ist sie, wenn ich mich recht erinnere. Hier oben. Auf diesem ruinierten Türmchen. Hüpf. So. So, 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 so. Ja, jetzt bleiben wir noch in der Wand hängen. Ist noch spannender zu machen. Schatzruhe. Ich speichere mal. Man weiß ja nie, was passiert. So. Okay, dann wollen wir mal. Rechts, links, links, rechts. Links, rechts. Ah! Rechts, links, links, rechts, links, links. Ach, Mist. Geht doch. So. Geht doch. Was ist das denn? Magischer Schutz. Amulett des Schutzes, Pfeile und Gold. Ja, schade, ne, dass ich kein Magier bin. Schon zwei Runen jetzt, die ich nicht benutzen kann. Benötige Siegel 3 und 2. Ja, das ist leider für mich außerhalb der Reichweite. Ich bin ja Schlägertyp. So, Stärke 3. Was habe ich eigentlich noch so für Ringe? Mana, Schutz, Schutz, Schutz. Axtkampf, Armbrust, Schleichen. Akrobatik könnte ich eigentlich auch mal einfach so lernen, ne? Dann könnte ich mir zum Beispiel hier noch einen, weiß ich nicht, Ring der Lebenskraft finde ich ganz nett. So, Vulkanfestung. Machen wir direkt mal Truhe. Nummer 2. Endlich, endlich, endlich. Huch, guten Tag. Nix, ich wollte nur dir zeigen, dass ich das Schild von Patroskon gefunden habe. Super, ne? Findest du sicherlich auch schick, das Schild. Den Schild. Da hinten wohnt der Gürger. Möglicherweise. Wer weiß, wir wissen das ja alles nicht. So, du wohntest hier links unten oder so, ne? Da. So, das interessiert ja auch keinen, dass wir hier rumlaufen. Da! Schatztruhe 2. Nochmal speichern. So. Falsch. Links. Dietrich ist abgebrochen. Links, links. Dietrich ist hin. Links, links, links. Rechts. Ja, geht's noch. Links, 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 links. Rechts, rechts. 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 So. Wie stumpf. So. Was haben wir hier? Goldmünzen. Viele. Großer Mana-Trank. Ein Apfel. Geil. Levitation. Levitation. Berserker. Levitation. Gab ja zwei Stellen, wo wir das hätten benutzen können. Aber keine Schriftrollen mehr hatten. Jetzt die Frage, welche davon nehmen wir? Ich weiß aber nur, wo eine ist, glaube ich. Und ich weiß auch gar nicht mehr so genau. Doch irgendwie. Irgendwo. Hier so, glaube ich, war das. Ja, genau, man konnte, genau, genau. So, pass auf. Dann laufe ich jetzt. Warte mal, vielleicht kann ich mich da einfach hin teleportieren. Ich habe doch, da waren noch Echsenleute. Banditenlager, irgendwie Ostküste oder sowas. Nordosttempel, westliche Ruine, Vulkanfestung. Ostküste. So, da gucke ich mich jetzt mal um. Beeren. Die wachsen wirklich überall. Ist ja gar nicht so weit. So nah dran. Hier wohnt hier der Hund, ne? Genau. Ob ich jetzt mich überhaupt richtig erinnert habe? Ach, ich musste auch noch an diesen drei Ghulen vorbei.
Das ist ja furchtbar. Aber hier Bären, Mensch. Klasse. Ja, ist die Frage, wie komme ich an den Ghoulen vorbei? Hier hoch? Nee, ne? Nee. Hier lang. Und dann durch diesen Tunnel, wo die Ghoule sind, und dahinter war dann der eine Ort für die Levitation. Und ich speichere einfach vorher. Ich mache das jetzt einfach so. Ich speichere dann. Oh, da. Was? Der wartet sogar schon davor. Scheiß Viech. Benutze Levitation, um dahin zu fliegen. Und wenn das scheiße ist, dann fliege ich wieder. Dann fliege ich wieder durch den Ladebildschirm. Jetzt noch! Zurück! In das, in der Zeit. So, jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Klappt eh schon nicht. Mist nicht. Ah! Mein Gott! Scheiß Viech! Ich hasse Ghule mit meinem gesamten digitalen verdorrten Pixelherzen. So, Freund. Jetzt kriegst du mit der Armbrust in den Popo. So. Einfach nur, weil ich kann. Ist eigentlich irgendwie eine Taktik gegen die Viecher? So. Einfach besser sein. Wie wär's damit? Oh, Beeren. Beeren wachsen wirklich überall. So, Truhe. Ja, zweimal. Geschafft. So. Prinzip genau. Kleiner Rubin. Ich habe genug, um daraus einen Ring zu machen. Schmieden. Habe ich eigentlich viel zu selten bis jetzt gemacht. Weil ich das extra gelernt habe. So. Und jetzt sind da nochmal drei Ghule. Ne, zwei. Einen habe ich ja weggelockt letztes Mal. Und dann getötet. Guck mal hier, 1, 2. Das ist doch hier dieser Durchgang, ne, wo Patroskon gewohnt hat. Nein, ist es gar nicht. Oh, das ist schlecht für mich. Das werde ich nicht überleben. Doch, werde ich wohl. Ich habe Akrobatik. Ach, hier war ich aber auch schon mal. Hier war ich wohl schon mal. Das ist wohl der Durchgang. So, ich will gar nicht zurück zu den Ghoulen. Die können machen, was sie wollen. Aber da oben war auch noch so Erz und so. Hier komme ich nochmal hin. Später. Irgendwann, wenn da nicht mehr zwei Ghoule sind. Die diese schlimme Wirkung auf mich haben. Genau, so hier ist nämlich dieses Donnerbestientier, was ich auch albern finde, weil das nur irgendwie 120 Erfahrungen bringt oder so. Das sehe ich ja nicht ein. Also. Oh, was ist denn da? Bären. Mensch, klasse. Da sehe ich nicht ein, dass ich da so viel Schweiß und Arbeit und Zeit investieren soll, um so eine Donnerbestie zu töten, wenn die mir dann nur irgendwie zwei Heilpflanzen droppt und 120 Erfahrungspunkte bringt. Also das sehe ich dann wirklich nicht ein. Das tut mir leid. Ich mache ja viel mit, aber... Oh, Heilwurzel. Da hört es dann auf. So. Genau. Unten ging es zu der Aschebestie. Und hier ging es zu der Skelettparty. Und hinter der Skelettparty... Location. Von oben, von dem Turm aus, glaube ich, denke ich mal, kommt man da am besten hin. Kann man da hinschweben. So, wenn das doof ist, dann... Kann ich immer noch... Ach, da runter muss ich ja eh. Ob man ins Wasser springen kann von hier oben. Ob das hier... Warte mal. Ich schlaf mal eben. Wenn hier sowieso ein Bett ist. So wenig Energie. Umsonst ist immer super. So, morgen. Für Innos. So. Da. Da ist irgendwas. Ah, vielleicht kann ich da... Ich probiere mal, ob ich da so hinkomme. Ui! Oh, oh! Oh, nein! Oh, schade. Daneben. Naja. Dann laden wir und benutzen die Levitation. Und laden dann eventuell wieder, wenn da hinten nur Scheiße liegt. Das kann ja sein, das wäre typisch Spiel. So. Kann ich auch irgendwie schneller runter? Nee. Was? Was ist das denn? Huch. Ja. So. Kleiner Schild. Was ist das denn für eine Rune? Rostiger Zweihänder. Goldmünzen? Oh, was? Was? Goldhaufen. Eile. Aha, eine Rune. Ja, gut. Kann ich wirklich mit anfangen, ne? Was war das denn für eine... Wahrscheinlich hier so eine kleine Rubin oder sowas, ne? Sowas Rotes war das. Eine rote,
Rote Edelstein. Ja. Puh, weiß ich nicht. Kann ich nicht runterspringen, ne? Ist auch gar nicht tief genug, das Wasser hier. Schade. Idiot. 10 Erfahrungspunkte. Ja. Idiot war ich vorher schon. Ja, nee, das, nee, ja, ja. Ja, weiß ich nicht. Jungs, ja, ich finde bestimmt noch eine Levitationsschriftrolle, oder? Komm, ja, ich, ja. Ich mach das jetzt einfach nochmal. Sammelt das da fix ein. Eile kann man sicherlich auch verkaufen. Und dann ist alles gut. So, einmal landen bitte. So. Diesmal poppen wir nicht da oben auf. So, kleiner Rubin. Tatsächlich, es war ein kleiner Rubin. Rostiger Zweihänder. Wieso, wie viel Gold haben wir jetzt? 4000. Und nach dem Haufen? 4070. Wahnsinn. Wahnsinn. So. Teleportation zum Banditenlager, zur Hafenstadt. Und dann gucken wir uns noch die andere Truhe an. Die da auf dieser Insel ist. Nee, andere Seite müssen wir raus. Das ist ja nervig. Schade, dass ich immer noch nicht genug Werkzeugbeutel habe. Hätte ich mal erst die Gnome getötet da hinten und den Gürger gesucht. Dann hätte ich jetzt sicherlich genug Werkzeugbeutel, um sie dem Schmied Ed von Walter zu geben. Aber nein. Wir müssen uns ja von der Gier leiten lassen. Nicht von dem Wunsch, den Leuten zu helfen. Mit Alteisen. Jack, der Leuchtturmwärter. Der obligatorische Jack, der Leuchtturmwärter, so. Sitzt da und wartet. Den Leuchtturm. Rodriguez passt auf. Die Dirne spielt immer noch auf der Flöte. Tag und Nacht. Sit. War nett, dich gekannt zu haben. Ja, tschüss. So. Vasili, bist du in den Nico? Ach du, ah ja, du musst der Fischmensch. Der Fisch-Nico. Ich guck mal eben, wie es Meister Bellschwur geht. Alles in Ordnung. Es sieht ja ganz gut aus. Der kocht sein eigenes Süppchen. Hm. Schade, dass du dich für den Weg des Jägers entschlossen hast. Naja, wünsche dir trotzdem Glück und die Kraft für deine schwierigen Aufgaben auf dieser Insel. Danke gleichfalls. Erzähl mir was über Magie. Das Leben in der Gosse geht auch seinen gewohnten Gang. Hühner stehen im Weg. Wachen. Wachen. Und Sabrosa. Sabrost. Wie geht's eigentlich dieser komischen kranken Bäuerin, die ich mal geholfen habe? Ob die wieder geheil ist? Ob die wieder gesund ist? Hier ist doch deine Frau, oder nicht? Nee, du bist einfach nur Bauer, ne? Du bist der Bauer. Ich will keinen Ärger haben, Bandit. Hoch. Du bewachst die Kühe? Ja. Außerdem füttere und melke ich sie. Die Bertha hier, das ist die beste Kuh, die wir haben. Ihre Euter sind so dick und prall, dass die Milch nur so rausspritzt. Ja, so, ich gehe jetzt. Sie ist ein echtes Prachtstück. Kein Wunder, dass Konrad will, dass ich sie bewache. Ja, so, die Bertha, also. Mhm. Ja, Kuh und Bertha. Zwei typische Kuhnamen. So, lass mich durch. Komm, lass mich durch. Ich bin im Auftrag des Inquisitors unterwegs. Sicher. Sicher. Klar, können wir machen. So. Endlich auf freiem Fuße. Jetzt rüber zur Insel, die Truhe aufmachen. Und dann können wir mal überhaupt mal gucken, was wir überhaupt machen müssen noch. So, wir müssen ja noch für den Banditen in den Nordosttempel, da steht der nächste. Das ist doch der Lüstling hier, der Schläger, der Frauenschläger aus dem Bordell, oder nicht hier? Eriksson, hey, ich glaube ja. Du Spinner, warst du schon auf der kleinen Insel? Du schon wieder? Hast du nicht schon genug aufs Maul gekriegt? So. Ha, du wirst dich noch wundern, du Großmaul. Soll ich dich einfach mal töten? Warum soll ich auf die kleine Insel gehen? Verstehst du nicht, was? Ha, du Landei. Das ist der ideale Platz, um etwas zu verstecken. Genau, wenn voll schon unauffällig. Wenn ein Hund wie du auf die Idee kommt, dort nach einem Versteck zu suchen, dann ist es kein gutes Versteck. Kann schon sein. Ich sage dir, du wirst dort finden, wonach du suchst. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Zwar in der nächsten Folge, Let's Play Risen. Vielleicht hau ich dich auch einfach um und ersteche dich. Ich mag dich nicht. Wir werden sehen. In der nächsten Folge, Let's Play Risen mit das Bacon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.